Willkommen zu einer neuen Folge von Angeschaut und Ausprobiert und direkt in die Spielerauswahl für das Spiel, welches dann heute gewinnt. Invisible Apartment. Ah, ein kleines Knobelspiel. Da bin ich ja mal gespannt, das Ultimate Tic-Tac-Toe, wie sich das tatsächlich dann spielt und wie sich die eigenen Errungenschaften, also wie motivierend ist es letztlich da Stück für Stück weiterzuspielen und auch die verschiedenen Game-Modi, die ich da gesehen habe. Aber nicht lange reden, sondern einfach selber gespielt. Insgesamt gibt es 11 Errungenschaften, die dann dort erhalten werden können. Also 114 MB Festplattenspeicher und Download 111 MB. Ja, das geht ziemlich fix. Und dann kann ich gleich Ultima Tic-Tac-Toe spielen. Okay, also Vollbildmodus scheint nicht verfügbar zu sein und es macht zumindest jetzt keine Dudelmusik, aber okay, klar, starte ich gleich mal ins erste Spiel und guck einfach mal, was hier zu tun ist. Okay. Ach, man kann immer nur in dem Feld setzen, wo hier irgendwas hervorgehoben ist. Okay, also mit diesem Vollbildmodus funktioniert sonst wieder die Maus nicht vernünftig an der richtigen Stelle, sodass ihr die an der falschen Stelle sehen würdet. Also schalte ich jetzt wieder auf Fenstermodus, auch wenn das dann ein bisschen verzerrt wird. Also ich muss in dem Feld setzen, wo gerade irgendwas aktiviert wird. Und ja, das ist auf jeden Fall dann schon mal toll, weil dann verliert man eventuell, weil man, ja, so wie hier, dass ich überhaupt gar nicht in die Lage komme, dass ich dort irgendwas setzen darf. Ja, jetzt hat er da oben auch schon fast den nächsten. Ja, das war ziemlich trottelig, da hätte er eigentlich die Linie auch schon voll machen können. Aber vielleicht gibt es ja einen Bonus, wenn man die alle senkrecht zusammen baldobert. Ja, so ein Käse. Na schön. Ja, der durchkreuzt da jetzt meine Pläne. Und ich muss schon wieder ein neues Spielbrett anfangen. Meine Güte, so kriege ich hier nie irgendeine Reihe voll, wenn ich immer in dem neu angefangenen irgendwas anstellen muss. Zumindest lässt sich ja so ganz klassisch allein mit der Mitte schon mal blockieren, dass er irgendeine Linie bekommt und dann natürlich hier noch hat er bloß noch die beiden Möglichkeiten und wenn ich da noch einen reinsetze, dann hätte ich den auf jeden Fall gewonnen. Wenn er mir nicht hier zuvorkommt und er dann wieder dort ein Feld reinsetzt, das kann echt nicht wahr sein. Also da ist der Spieler erst schon ein ziemlicher Aufreger, zu sagen, hey, das kann doch nicht sein, wieso darf ich in diesen Bereichen da nicht setzen? Ach, jetzt darf ich überall setzen? Na dann. Okay, der kann jetzt auch überall auswählen. So, jetzt hat er mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt darf ich da nicht auswählen. Sehr witzig. Boah. Ja, toll. Toller Einstieg. Das erinnert mich daran, den Counter zu starten. Okay, also nochmal das Ganze. Das heißt, jetzt darf ich überall anfangen. Und dann darf ich nur in bestimmten Bereichen anfangen. Und der kriegt gleich das erste Ding wieder geschenkt. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso darf der eigentlich überall auswählen und ich nicht? Geht's noch? Okay, da kann ich jetzt zumindest hier mal noch blockieren, dass er da nicht so ohne weiteres die Linie voll bekommt. Okay, jetzt kann ich hier noch den zweiten. Da hat er mich da oben blockiert. Hier stoppen. Und naja. Ist alles noch nicht so optimal. Okay.
Ja, da hat er jetzt schon, jetzt ist er schon wieder mit 2 im Vorsprung. Und ich darf immer noch nur in einen setzen. Oh! Aha, das heißt, es ist auch noch das Ziel letztlich, okay, einen Meta-Tic-Tac-Toe hinzubekommen. Na super. Okay, also irgendwie habe ich das noch nicht so ganz kapiert, was jetzt ja eigentlich das Ziel ist. So, Singleplayer, Ultimate Forget. Big Board containing smaller boards. Big Board, smaller boards. Oldest first game piece is erased, but only in smaller boards. Okay, total. Big Board containing smaller boards. Oldest first game piece is erased, but only in smaller boards is erased. Okay. Small Board und Classic. Oldest first game is Pierce ist erased. Okay, erstmal das Klassische. Wenigstens mal noch irgendwie hier zu gewinnen. Oder einfach nur einen Putt hinzubekommen. Naja. Was heißt denn da? Letztlich ist es doch immer das Gleiche, dass man an so einer Stelle eigentlich kaum gewinnen kann, weil es letztlich immer auf den Putt rausläuft, wenn man einigermaßen aufpasst. Okay, wie gewinne ich gegen den Computer, wenn der letztlich sowieso gewinnen kann, also beziehungsweise die gleiche Strategie verfolgt wie ich? So, jetzt gibt es für ihn noch eine Möglichkeit. Und jetzt nichts mehr. Also in der Hinsicht ist es tatsächlich ziemlich uninteressant. Okay, dann jetzt noch mal Menü, Main Menü, New Game, Singleplayer, Classic Forget. Das heißt also, nach dem vierten wird das Ganze dann vergessen. Was auch immer das letztlich heißt. Okay, der ist jetzt weg. Und oh. Na, das ist ja mal interessant. Das heißt, da verliere ich so oder so dann. Cool. Okay, also es ist zumindest interessant, dass es auf jeden Fall das Ganze etwas schwieriger macht, aber anscheinend brauche ich da eine andere Strategie. So, der verschwindet doch jetzt gleich. Ja, erst verschwindet meiner. So, jetzt verschwindet seiner dann an der Stelle und danach verschwindet meiner da unten. So, aber der ist jetzt dann schon wieder weg. Oh. Das heißt, man behält eigentlich immer nur 3 Kreuze. Und jetzt hat er schon wieder gewonnen. Okay, also irgendwie stelle ich mich bei dem Spiel tatsächlich nicht besonders clever an. So, jetzt hat er da unten die Linie. Und irgendwie habe ich das Gefühl, immer nur zu reagieren, statt irgendwie zu agieren, um zu verhindern, dass er jetzt nächste Combo hinbekommt. Jetzt ist der Spieler da geblieben. Also, wie macht er das? Das heißt, er wartet das genau, aber eigentlich verschwinden ja meine Kreuze und nicht seine. Aber stimmt, die verschwinden immer dann danach. So nach dem Motto. Oh, das ging jetzt schnell. Ja. Okay, also. Jetzt verschwindet der in der Mitte. Und er macht da unten aber einen Dreier voll.
So, dein erster verschwindet jetzt hier. Ja, dann hat er da oben wieder den Dreier. Dann bekommt er da wieder einen Dreier. Und hier wieder einen Dreier. Und dort ein Dreier. Und hier ein Dreier. Ja, irgendwie springe ich ihm immer nur hinterher, um zu verhindern, dass er jetzt den Dreier macht. Wobei, der verschwindet ja jetzt. Das heißt, dann kann ich den ja hier hinsetzen. Und dann hier hinsetzen. Ha! Ja, na endlich, das erste Mal. Das heißt eigentlich Level 0. Wann steige ich denn Level auf? So, das heißt nur oft genug ihm hinterher kreiseln. Und dann wird es schon irgendwann was. Solange ich aufmerksam genug bin, sollte sich das eigentlich dann tatsächlich so weit auflösen lassen. Oh, wieder dazwischen. Dann ist die Diagonale. Hier rein. Oh, jetzt kriegt er hier wieder sein. Ne, der Dreier, der löst sich ja auf. Das heißt, hier wäre seine Linie und hier wäre die nächste Linie. Und wieder dort. Und hier drüben. Und da unten. Und hier drüben. Und dort drüben. Wie habe ich das gerade angestellt, dass ich gegen den gewonnen habe? Er hatte jedenfalls irgendwie wiederholt sich das Ganze. Oh mein Gott, ich bin in einer Endlosschleife gefangen. So, jetzt klappt es wieder. Ja. Okay, sehr schön. Aber es bleibt immer noch Level 0. Okay, Back, Menu, Main Menu, Leaderboards, Level 0, Around, Friends, Top, Around. Level, Shortest Time Win, Least Move Win. Okay, das sind noch verschiedene Spielformen. Also Hot Seat heißt Classic. Jetzt spiele ich gegen mich selber. So ein Käse. Dann kann ich mich auch gleich gewinnen lassen. Was bringt denn dieses Hot Seat dann? Das heißt, dass man zu zweit gegeneinander lokal spielt. Multiplayer Steam, Singleplayer. So, Classic Forget, Classic Forget Total. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob ich hier in der Lage bin, irgendwelche Punkte zu machen. So, das heißt, wenn ich da setze... Aha! Okay, das heißt, ich kann steuern, wo er als nächstes setzen kann, indem er... Das heißt, je nachdem, in welchem Feld ich mein Kreuz mache, bekommt er als nächstes die Vorgabe, wo er setzen darf. Das heißt, wenn ich hier unten mache, muss er in dem Feld setzen. Das bekommt er dann schon mal eine strategische Tiefe, zu überlegen, okay, wo setze ich mein Kreuz hin, damit er auf jeden Fall keinen Vorteil bekommt. Sondern natürlich möglichst ich den Vorteil bekomme. Weil so kann ich ihn letztlich in dem gleichen Spielfeld halten, wo er mich hinschickt. Und damit ist es natürlich deutlich ausgeglichener. So, damit würde er in die Mitte kommen. Und wahrscheinlich nur, wenn das Spielfeld schon abgeschlossen ist, würde er dann, also beziehungsweise würde das Gegenüber dann an einer beliebigen Stelle letztlich ziehen können.
So. So, dann kann er da voll machen, dann lieber nach oben. Wobei es natürlich praktischer wäre, wenn er da oben zieht und mir dann hier unten noch die Möglichkeit gibt. Dann lasse ich ihn da unten rein und er lässt mich in die Mitte. So, rechts oben. Und er gibt mir hier in die Mitte. So, schicke ich ihn nach oben, macht er wahrscheinlich meinen Dreier kaputt. Schicke ich ihn nach rechts oben, hat er schon zwei im Vorteil. Dann schicke ich ihn lieber mal nach rechts. Und er gibt mir die Chance, hier einen Dreier voll zu machen. Dafür kann er jetzt da einen Dreier voll. Oh, jetzt habe ich da den. Ah, okay, mit dem Forget ist dann natürlich blöd, weil man braucht es dann mit drei Linien das Ganze machen. Aber mal gucken, in ein paar Zügen sollte das Ding ja dann verschwinden. So, und ich muss jetzt nach da oben. Und dann schicke ich hier nach unten und habe hier auf jeden Fall auch jetzt einen Dreier voll. So, jetzt dort nach oben. Okay, genau, wenn ich ihn in die Mitte schicke, kann er überall hin. Da kann er da unten einen Dreier voll machen. Da kann er auch wieder überall hin. Naja, dann lieber nach oben rechts. Und dann hier wieder in die Mitte ist natürlich unpraktisch. Auch unpraktisch. Überall hat er da schon seine Zweier drin. Dann muss ich ihn nach unten schicken. So, jetzt kann ich hier zumindest mal vereiteln, auch wenn er dann danach irgendwo einen voll macht. Ja, das heißt, hier brauche ich ja auch den Dreier. Das heißt, nützt mir eigentlich ziemlich wenig, das rechts oben zu haben. Aber er braucht dann auch wieder drei Züge. So, den jetzt hier zumindest mal vereiteln. Kann er da noch einen reinsetzen. Und um den zu vereiteln, muss ich natürlich dann. Wobei müssen muss ich natürlich sowieso nicht. Dann setze ich den nochmal nach da oben. Okay, du lässt mich da drin. So, da hat er freie Wahl, da hat er auch freie Wahl. Interessant, dass er den jetzt nicht voll gemacht hat. Wahrscheinlich, weil es ihm letztlich nichts nützt, weil er ja hier die Linie braucht. Und in der Hinsicht strategisch auf jeden Fall gut genug aufgestellt ist. So, und das heißt aber, dass jetzt der da als nächstes verblasst und er damit die Linie nicht mehr voll bekommt. So, und ich darf jetzt überall auffüllen. Das heißt, ich könnte jetzt sinnvollerweise hier auffüllen oder gleich da unten. Naja, machen wir mal hier drüben. So, damit hat er aber jetzt seine Kombination da drüben verloren. Und ich kann zumindest in dem Feld bleiben. Und er setzt mich nach da unten. So, dann kann ich das Feld gewinnen. Was mir natürlich relativ wenig nützt, weil es natürlich beim nächsten Mal das Feld da auflöst. Aber wenn ich den jetzt kombiniere, dann kann ich zumindest hier die Diagonale vorbereiten. So, wo möchte ich ihn denn jetzt hinhaben? Am besten da unten, am besten hier rein. Und dann geht er mir hoffentlich in die Mitte. Ja. So, jetzt bin ich in der Mitte und kann hier Kombinationen machen. Ja, schicke ich ihn am besten nach links oben. Kann er mir ziemlich wenig gefährlich werden. Und dann schicke ich ihn nochmal nach links oben. Dann kann er da seine Dreierlinie voll machen und gibt dann langsam den frei, noch einen mehr und dann ist der freigesetzt. Da kann man ihn ja echt ganz gut lenken. So, dann kann ich die Linien jetzt voll machen. Und dann muss ich nur noch den da unten schaffen.
nur noch. Aber vorher muss er noch eine Combo voll bekommen, damit sich der Kreis dann natürlich auflöst. Und ja. Das heißt, ich darf vorher aber keine Combo machen. Schicke ich hier am besten mal darüber, dass er da seine Kombination vervollständigt. Und wieder dort nach drüben. Und jetzt muss ich selber in das Feld. Dann kann er von mir aus da unten noch sein Kreuz machen. Bleibt er in dem Feld. Naja, freie Auswahl ist auch okay. Genau, damit ist das Feld unten jetzt frei. Und ich muss ihn jetzt nur noch an eine Stelle schicken, wo er mir sozusagen nicht gefährlich werden kann und mich möglichst schnell aber wieder nach da unten schickt. So, rechts unten. Da ist links unten schon besetzt. Hier wäre links unten noch nicht besetzt. Dann schicke ich ihn lieber nach oben. Genau, damit schickt er mich wieder in das gleiche Feld. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, dass ich ihn da unten rechts brauche. Okay, mal schauen, wie weit das aufgeht. So, dann kann ich ihn jetzt von dort aus, beziehungsweise ich kann ihn jetzt da drüben hinschicken. Ja, das sieht doch gut aus. So, er schickt mich jetzt nach oben, dann schicke ich ihn wieder nach rechts unten. Kleiner Bastard. So, ich muss ja da unten hin, da wo ich eigentlich hin will. So, die beiden Felder sind jetzt besetzt. Das ist jetzt natürlich blöd, dass er dann freie Wahl hat. Also er hat so oder so freie Wahl. Das ist echt schade. Da kann er mir zumindest da unten in die Quere kommen, aber er kann noch nicht komplett verhindern, dass ich da eventuell ein X machen kann, also ein, das Feld ausgewinnen kann. So, jetzt will er nach rechts oben und ich kann jetzt dorthin. Mal schauen. Wenn ich jetzt dieses X reinmache, dann habe ich die Kombinationsmöglichkeit und die Kombinationsmöglichkeit. Die kann er mir nicht beide auf einmal stoppen. Allerdings löst sich das X auf, das heißt, ich habe nur die waagerechte Option. Schade. Naja. Oh, da hat er jetzt aber Käse gebaut. Weil jetzt geht es natürlich bloß noch darum, dass ich... okay, er kommt dann eh gleich wieder in das Feld. Und ich kann nur da oben setzen. Ganove. Okay, jetzt hat er verhindert, dass ich da zwar mein X bekomme, aber... Zumindest ist es noch nichts verloren. Jetzt muss ich bloß dafür sorgen, dass er schnell genug seine Kreise hier wechselt. Damit ich dann natürlich da unten wieder versuchen kann, mein X zu bekommen. So, im Moment kann ich mich jetzt frei bewegen. Ich könnte natürlich auch versuchen, dort das X voll zu bekommen. Und ihm das dort zu überlassen. Also das X löst sich als erstes auf. Das heißt, wenn ich das X mache und dort ein X hinsetze, hätte ich natürlich auch eine Möglichkeit, noch die Reihe komplett zu machen. So, hier kann ich ihn nur in mein Spielfeld da oben lenken, wo ich ihn ja nicht drin habe. Achso, ich muss sowieso in dem Feld setzen. Das heißt, er hat immer die Möglichkeit, frei zu wählen. Und blockiert auf jeden Fall da oben schon mal den direkten Zugang.
Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, wo setze ich meinen Zug hin? Weil natürlich kann ich ihn jetzt sinnvollerweise auch hier oben hinsetzen, weil der löst sich dann eh auf. Naja, dann machen wir das mal an der Stelle. Okay, jetzt hat er den geholt. Und ich muss da oben reinsetzen. So, dann kann ich ihn da in die Mitte schicken. Und er schickt mich ebenfalls in diese Mitte. Er geht nach rechts oben und jetzt kann ich frei wählen und kann den zumindest schon mal voll machen. So, jetzt hat er den auch aufgelöst. Das heißt, ich kann jetzt hier setzen und versuchen natürlich dieses Feld zu belegen. So, das heißt, hier gibt er mir jetzt freie Wahl. So, dann setze ich ihn. Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Tadadada. Naja, lasse ich ihn erstmal nach links setzen. Das hilft mir zwar jetzt noch nicht viel weiter, aber zumindest so weit, dass ich das Feld hier unten nicht riskiere. Und dann ihn da unten reinsetzen. Dann muss ich auch in das Feld setzen und schicke ihn wieder nach drüben. So, da hat er jetzt den vervollständigt. Jetzt ist der da unten aktiv. So, wenn er mich jetzt nach unten rechts lassen würde, wäre es natürlich schon sehr hilfreich. So, jetzt ist oben das Feld auch schon wieder frei für ihn. Das heißt, über das Feld kann ich jetzt auch spielen. Und schicke ihn nach unten links. So, jetzt habe ich wieder freies Spielfeld. Und kann auf jeden Fall hier unten setzen. So, dann schickt er mich entweder dahin oder er lässt mich in dem Feld. So, das heißt, ich habe entweder so oder so freie Wahl. Ja, das sieht gut aus. Okay, er hat eine Strategie gewählt, dass ich nicht in das Feld unten rechts komme. Er bekommt auf jeden Fall keine Dreierkombination zusammen. So, wenn ich ihn jetzt dorthin setze, hat er freie Wahl. Also so oder so, wenn er freie Wahl hat und in das Feld geht, bekomme ich hier freie Wahl oder ich bleibe im gleichen Feld. Von daher ist es egal. Allerdings löst sich das X ja wieder auf. Das heißt, er muss es nur da oben reinsetzen. Dann habe ich zwar freie Wahl, aber kann hier keine Combo machen. Ah, das ist natürlich auch wieder unpraktisch. Also so einfach ist das irgendwie trotzdem nicht, aufgrund der Verschwindibusse. So. Naja, dann schicke ich ihn mal nach oben ins Feld. Und dann wieder. So, wir sind jetzt im Feld geblieben. Naja, mal schauen, was du jetzt anstellst. Ja, genau. Genau die Strategie, die mir für mich dort nicht funktioniert. Das heißt, ich mache hier meinen Dreier komplett und versuche dann in dem Ring mein nächstes Feld zu bekommen. So, dafür braucht er natürlich noch ein paar Dreier-Kombos, damit das verschwindet. So, jetzt ist das da weg und jetzt muss das da noch verschwinden, in das ich dann rein muss. So, wie mache ich das am geschicktesten? Am besten, ich schicke ihn hier unten hin und lasse ihn hier die Dreier-Kombo machen. Und mache dort nochmal das Gleiche. Ach, der hat jetzt tatsächlich nicht seine Möglichkeiten ausgeschöpft. Na schön, ich muss in das Feld. Und er hat dort jetzt immer noch nicht seine Dreier-Kombo gemacht.
Und dafür kann ich jetzt eine Dreier-Kombo an der Stelle machen. Und dann brauche ich allerdings hier in der Mitte wieder ein Feld, das mir hilft, dort natürlich meine Kombination voll zu bekommen. Weil wenn er das Feld gewinnt, dann hat er auf jeden Fall gewonnen. Das ist echt kritisch. Und jetzt muss ich sogar nochmal in dem Feld ziehen. Okay. So, du schiebst mich nach oben links und dann kann ich jetzt das in der Mitte aber zumindest gewinnen. Was allerdings bedeutet, dass ich jetzt das da oben noch gewinnen muss. Oder wieder gewinnen muss. So, wenn ich den da oben links aufmache, dann wird er mich irgendwo anders hinschicken. Und zwar in dieses Feld hier oben, womit ich ihn in die Mitte unten schicken kann. Und dann wieder nach oben rechts. Und jetzt hat er mich dorthin geschickt. Also wenn ich da jetzt das X reinsetze, dann kann er mir entweder hier das Ding voll machen. Ja, das wäre eigentlich das Einfachste. Wenn ich da hinschicke, kommt auf jeden Fall da unten rein. Das heißt, er kann mir in dem Feld keine Störung reinwerfen. Und ich habe es geschafft. Hey, ich bin endlich mal ein Level aufgestiegen. Da muss ich mir doch jetzt echt mal die Steam-Errungenschaften anschauen, auf was sie sich so beziehen. Also, won a game with X Kindergarten. So 70% win of last 10 games, also dass ich die letzten 10 Spiele gewonnen habe. 5 Gewinne in Folge, 10 Gewinne insgesamt, erreiche Level 50, Win a Game Miss 0. Okay, wie kann ich das wechseln, damit ich X, also 0 bin und nicht X? Erreiche Level 35, gewinne unter 20 Bewegungen, won after 5 gewonnen nach 5 verlorenen Spielen. Und gewonnen unterhalb von 70% und 20 Spiele gespielt. Naja. Okay, die Frage ist natürlich, was genau die Level dann zu bedeuten haben, weil ich vermute mal, dass in der Hinsicht dann auch noch die Engine nach und nach bissiger wird. So, das heißt deswegen, weil ich vorhin ja mal in der Mitte sozusagen angefangen habe. Deswegen ist er natürlich dann immer gut in die Mitte gekommen. Dann kann ich ihn jetzt da reinsetzen. Dann bringt er mich dorthin. Dann bleiben wir in dem Rahmen. Und dann kann er da schon mal sein erstes Teil ausfüllen. Naja, noch nicht ganz. Jetzt hat er mich da oben hingeschickt. So, mal gucken, ob ich noch ein zweites Spiel gewinnen kann. So, ihn immer erstmal in dem gleichen Spielfeld halten, ermöglicht mir nachher, mich hier drauf zu konzentrieren und natürlich vor allen Dingen das X in der Mitte zu bekommen. So, dann nach unten. Schickst du mich wieder nach oben. Nehme ich dich mit. So, im Moment sind noch alle Spielfelder offen. Und noch viele Möglichkeiten da. Okay, jetzt sind 2 Möglichkeiten ausgeschlossen. Und ich darf da unten weiterspielen. So, wieder nach oben. Okay, da darf er dann frei wählen. Dann bleiben wir in dem Kästchen
Und du schickst mich wieder nach unten. Du willst unbedingt, dass ich hier in die Mitte gehe. Geh doch selber in die Mitte. So, hier unten nach rechts. Schick dich mal nach links. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass er da oben keinen Platz bekommt. Oh nein. Ja, jetzt kann ich das Feld nicht vervollständigen, weil er dann natürlich da oben seine Dreier-Kombo bekommt. Das heißt, hier muss ich ein bisschen tricksen und schauen, dass er da oben eine Kombination macht. Ja, und dann hat er den Kreis verloren, sobald er versucht, den da jetzt zu vervollständigen. Und dann kann ich hier auf jeden Fall schon mal das erste Spielfeld gewinnen. Und natürlich die Möglichkeit, das dann noch zu bekommen. So, ich soll jetzt da oben spielen. Dann müsste ich in die Mitte spielen. Dann bleiben wir mal oben, dass er hier den Kreis voll macht und damit sein X dort an der Stelle verloren hat. Ah, jetzt kann ich hier auch noch vervollständigen. Dann ist mir das Spiel in der Mitte schon egal. Dann muss ich nur noch da oben links eine Linie machen. So, das heißt, ich schicke dich am besten nach unten. Und du schickst mich sonst wohin. Dann bleiben wir in dem Spielfeld. Und du gehst wieder in die Mitte. Dann bitte wieder nach rechts. Ah, okay, jetzt darfst du da natürlich keine Kombination bekommen. Beziehungsweise, nee, es ist egal, weil der Kreis löst sich auf. Das heißt, wenn er, auch wenn er hier einen Dreier bekommt, hat er nicht abgeschlossen, weil die beiden offen bleiben. Aber da kann ich ihn eh nicht hinschicken. Oh, ich kann ihn eher nur nach oben schicken. Oder dass er freie Spielwahl hat. Dann schicke ich ihm mal lieber die freie Spielwahl. Das wird auf jeden Fall keine Kombo. Gut, jetzt hat er den da oben blockiert. Kann wieder nur in das Spielfeld gehen. So, der löst sich auf. Das heißt, ich brauche sowieso noch hier ein weiteres X. So. Ja, wenn er den natürlich zusammenbekommt, dann kriege ich ein Problem. Das heißt, ich muss ihm hier zumindest blockieren. Oder kann ich ihn gezielt irgendwo hinlenken? Also eigentlich nur an das da unten. Dann, ja, dann lenke ich ihn mal da unten hin. Und hier habe ich zumindest noch die Möglichkeit, auf jeden Fall die Dreier komplett zu machen. Ah, ich bin sogar schon wieder da oben. Das heißt, wenn er dort oben macht und da oben macht, habe ich freie Spielwahl. Hey, das klappt. Oder auch nicht. Okay, er hat wieder natürlich anders strategisch gewählt. Er lässt sich nicht zwingen, in dem Feld weiterzuspielen. Okay, da kann ich jetzt rein und ihn sozusagen zwingen, in dem mittleren Feld zu spielen. Und er lässt mich dann überall hin. Das heißt, ich kann jetzt hier meine, ja, vervollständigen. Okay, das heißt, wieso? Stimmt, ich habe in den größeren sonst wohin nicht gewonnen. Das heißt, mit jedem von diesen Leveln steige ich sozusagen eine Runde auf. So, jetzt hat es aber gar nicht so viele Wechsel gebraucht. Leaderboards. Da bin ich jetzt auf jeden Fall schon ein ganzes Stück aufgestiegen. Ich glaube vorhin 78.000 oder so. Achievements, genau, die sind hier. Win a game with X. Won 2 games with X aktuell. Das weiß ich noch nicht, wie ich das lösen kann, damit ich da umstellen kann. 20 Spiele gespielt. 2 nicht erfolgreiche Gewinne. Gehören 50% Wins auf 4 Games. Okay, ja, das dauert eine Weile, dann muss ich deutlich schneller spielen. Mit weniger als 20 Bewegungen, 28 war jetzt das Beste. 5 Gewinne in Folge, 5 verlorene in Folge.
erreichen Level 25, 50, also das ist noch einiges, was dann da zu spielen ist. Mal gucken, was die Hilfe sagt. Smallboard und Smallboard und the Big Square. X always start first, but the game piece can change in the off. Ah, okay, da kann ich es umändern. Ja, 50 Level with the following rules for leveling up or down. Level 0 bis 20, Game Win plus 1, Game Lose minus 1 und Game Draw 0. Aha. Okay, das heißt Level 35, da wenn ich ein Spiel verliere, dann ab 21 verliere ich 2 auf einmal. Das heißt, ich muss viel mehr gewinnen in Folge als verlieren. Und von 36 bis 50 ist sogar, wenn ich ein Unentschieden erreiche, verliere ich sozusagen einen Levelaufstieg. Okay. Ist in Ultimate Typ Singleplayer und Multiplayer, but not Hot Seat Games. Ja, klar, wenn ich da eigentlich selber spielen kann, ist es logisch. In der Forget Game Subtype, each first move of the same game is in the small board will erase the oldest one. Okay, das ist soweit klar. Also in Optionen, okay, Player 1, 0 oder X. Gut. Ah, Difficulty Hard. Dann kann ich ja mal Easy spielen. Und mal gucken, ob ich dann schneller gewinnen kann. Also Singleplayer, Ultimate, mal gucken, wie clever er da an der Stelle dann ist. Und ob ich da irgendwie schneller durchspielen kann. Als wenn ich alleine spiele. So. Geht er dorthin? So, den will ich ja auch gewinnen. So, jetzt rechts außen. Links unten. So. Gut, du lässt mich in dem Feld bleiben. Kannst du das vervollständigen? Und ich bekomme dort drüben. So, rechts unten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist wahrscheinlich sinnvoller, die Linien hier außen voll zu machen. Rechts unten. Schicke ich dich wieder nach rechts außen. In die Mitte. Ja, dann vervollständige doch den dort. So, und dadurch bekommst du zwar keinen Dreier, oder zumindest erstmal noch nicht, und mein Ziel ist es, die Reihe hier drüben zu vervollständigen. Und schicke ich dich erstmal wieder nach da unten, und du schickst mich hoffentlich an eine Stelle, die mir weiterhilft. So, habe ich jetzt meinen ersten auch vervollständigt. Der behält mich jetzt in der Mitte. So, das oben, beziehungsweise oben ist eigentlich auch ganz praktisch. Da hast du freie Wahl. Dann schicke ich dich nach oben. Und du schickst mich wieder nach unten. Sehr witzig. So, dann hat er freie Wahl und kann überall platzieren. So kann er zwangsweise unten rechts platzieren. Naja, dann werde ich zumindest mal den da vervollständigen. Und der schickt mich nach unten rechts. Sehr schön. So, schicke ich ihn in die Mitte. Kann mich nur nach unten schicken oder nach oben. So, dann gewinne ich das Spiel schon mal an der Stelle. Ist natürlich die Frage,
Hat er mir jetzt freie Wahl gelassen? Nee, er hat mir keine freie Wahl gelassen. So, für mich ist es jetzt wichtig, hier drüben noch ein X zu bekommen, weil sonst wird es ein Unentschieden. So, wenn ich den jetzt hier reinsetze, bleibt er in dem Feld und er kann mich entweder nach unten schicken, was er auch macht. Und ja, er hat auf jeden Fall freie Wahl. Und ich kann aber das Feld hier unten jetzt gewinnen. So, dann kann er entweder das Feld gewinnen oder das Feld gewinnen, aber er verliert auf jeden. Nee, wenn er das Feld. Wenn er das Feld gewinnt, dann verliere ich. Aber wenn er das Feld dann holen muss, dann gewinne ich. Ja. Ui. Was für eine Strategie. Okay. Soweit reicht mir das jetzt, weil so abwechslungsreich ist Diktatur jetzt auch wieder nicht. Aber so langsam habe ich die Strategien, zumindest in dem Metaboard, auch verstanden, dass ich die vernünftig anwenden kann. Und ja, soweit, so gut. Bis Level 3 bin ich jetzt gekommen und das reicht dann für das erste Anschauen von Tic-Tac-Toe. Also so ein bisschen für Freizeit, ja, für ein paar Minuten zu überbrücken, ist sicherlich ganz lustig, so eine Runde zu spielen. Aber sonst ist es doch, ja, halt Tic-Tac-Toe. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.